Herzlich willkommen zurück, liebe Staatsregenten und Strategiefreunde. So, wir schauen hier mal, was los ist. So, der Freund eines Freundes ist mein Freund. Ein Motto, nach dem ich lebe und das manchmal eine einfache Wahrheit ist. Ein Freund eines Freundes wurde mir vorgestellt und ich habe sofort eine Art Verbindung mit ihm herstellen können. Also, ich hoffe, dass wir Freunde werden in dem Fall. Das heißt, so, das ist gut. Da habe ich auch den Fall beendet. Ach so, okay, er versucht, ein Freund mit dem anderen zu werden, ist aber natürlich nicht bestätigt. Wieso ist es so viel schwerer, hier einen Anspruch drauf zu kriegen als beim anderen? So. Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, Master Garth nicht zu mögen, aber er hat mit mir nicht übereingestimmt, wie man die Bauern behandeln sollte. Je mehr wir gesprochen haben, desto weniger habe ich ihn gemocht und genug war genug. Wir werden niemals Freunde sein, nur Rivalen. Ah, das ist nicht gut. Weil Rivalen hassen einen und das ist nicht gut. Es ist zwar nur ein Bürgermeister, aber trotzdem. So. Der König mag mich. Mal kurz gucken, wie viel hat. Oh, der König mag den aber auch. Das ist nicht gut. So, egal. Wir versuchen es trotzdem und hoffen, dass der König es nicht, den Krieg nicht beendet. Beziehungsweise, was ich auch machen könnte, ist halt. Ah, verdammt, jetzt hab ich mich verklickt. Nein, du machst sicher keinen Claim auf Winterfell. So, wir werden jetzt noch keinen Krieg erklären, einfach weil der eine viel zu gute Beziehung mit dem hat. Und es könnte sein, dass der dann beschließt. Dass der König dann beschließt, den Krieg zu unterbrechen. Oh, er hat sich doch ein paar Verbündete geholt. Den Lord of Wolfswood. Einen meiner Vasallen hat er sich geholt als Verbündeten. Aber hoffen wir mal, dass der sich nicht gegen mich wendet. Ja, ich meine, im Notfall habe ich ja immer noch die Rills als Verbündeten und Last Heart, also ist ja nicht so, als hätte ich jetzt zu wenig Verbündete, um mich zu schützen. So, sehr gut. Viele Kinder. Lohnt sich auch immer. Also es gibt auch Nachteile, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, aber grundsätzlich sind viele Kinder schon nicht schlecht. So, verdammt. So, jetzt kann ich ihn neu beauftragen. Ich musste heute einen Streit unterbrechen zwischen Ramsay und einem anderen Kind. Sein Herd ist gefüllt mit Neid. Da reden wir ihm darüber, wie es ist, wenn man nett ist. Ah, er ist nett geworden. Das ist gut. Braver Junge. Ah, es gab kurzzeitig wohl eine Fraktion, die den König absetzen wollte. Interessant. Gut, der König ist total der kranke Typ. Das ist ja enorm gut. Sein Sohn Brandon wird jetzt bald erwachsen, ist ein sehr guter Schwertkämpfer, hat bis sehr gute Werte, das wird schwierig. Das wird schwierig. Ja, soll ich es riskieren, den Krieg schon jetzt auszulösen? Oh, was ist hier passiert? Ah, die ganzen Boni sind weggegangen. Das ist nicht gut. Jetzt muss ich warten, weil so wird er den Krieg ganz sicher unterbrechen. Auf die Weise. Verdammt. Das hätte nicht passieren dürfen. Und der hat immer noch als seinen anderen Lord als Bewacher. Also ich könnte ihn wahrscheinlich militärisch überwältigen, besonders mit der Hilfe meiner Alliierten.
Da unten ist Krieg. Und zwar eine Revolte. Mutige Leute hier. Es wird aber wohl sehr schwierig. Es geht langsamer, als ich gedacht hätte. Es tut mir leid, dass ihr etwas warten müsst. Aber es könnte ein fast fataler Fehler sein, einen Krieg so anzufangen. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, einfach ein anderes Land zu nehmen. Besonders wenn das Kind hat die volle Unterstützung seiner Leute, wie es aussieht. Sehr schwierig zu ermorden. Aber es ist immer einfach, ein Land zu erobern, das nur von einem Kind. Oh, 1800. Das Lustigste. Stärker als bei mir. Die Festung. So, von Castle Black ist ein Brief gekommen. Der Lord Commander schreibt, dass kalte Winde es sich erheben, die Toten gehen und die Bäume haben wieder Augen. Und die weißen Schatten machen die Wälder unsicher. Er ruft alle seine Lords an, ihre. Sofort zu Night's Watch zu kommen und die Dämmerung zurückzunehmen, wenn ich es richtig lese. Also macht euch bereit und wir reiten nach Norden at dawn. Also dann werden wir Roderick von den Eiseninseln helfen in einem seiner Offensivkriege. Ja, okay, machen wir mal. Da ist noch irgendjemand gestorben, was nicht gut ist für meinen. Oh, wow. Da sind viele Leute festgenommen worden. Ein Mann und seine Frau kommen aus Lys an, Musiker. Ihre Show reicht von vulgären Satiren über politische Texte und auch Lieder und Gedichte und alles. Ja, dann kann ich hier etwas nehmen, was ich einzigartig habe, dank meinem Kind-Trait. Zwar, ich hoffe, Sie kennen das Lied Der Bär und das Mädchen. So. So, dann habe ich wieder ein bisschen Intrige gewonnen, minimal. Es hieß doch, ich würde jetzt einem Krieg beitreten. Das ist irgendwie nicht geschehen. Ah, mein Master at Arms ist gestorben. Das ist traurig. Das ist traurig. Müssen wir einen neuen einsetzen. 1800 Mann könnte ich insgesamt haben an Infanterie. Ja, ich glaube, ich muss fast dazu übergehen, stattdessen Flint Keep zu attackieren. Es ist natürlich ärgerlich, weil sie haben gute Beziehungen. Das heißt, sie werden vermutlich sich wehren. Ja, die wären einfach anzugreifen hier in Arendelle. Mal kurz gucken, wie gut die Beziehung zwischen dem König und ihm ist. Nur 4-10. Also machen wir es mal so. Schnappen wir uns den und schicken ihn nach Arendelle. Und wir warten einfach, bis der König tot ist. Und dann schnappen wir uns die Provinzen, die der König so gerne mag. Wobei ich den König wohl trotzdem noch ein klein wenig auf meine Seite ziehen muss. Aber erst hole ich mir meinen Anspruch. Viel warten gerade. Können wir nochmal schauen im Süden, weil ich habe gesehen, die Iron Isles sind schon wieder in einer Rebellion. Oh, aber der Krieg ist schon vorbei. Das heißt, die haben. Autsch! Die sind komplett zerschlagen, ihr Reich. Das ist ja heftig. So, der Dreizack. The Trident ist ein neues Reich. Oh, und die Eisernen. Ach nee, okay, ich hatte das nur wegen den direkten Vasallen. Die Eisernen Insel haben doch noch Gebiet. So. Irgendwas stört ihn an Kregan. Ach so, dass er so zynisch ist, stört ihn. Ich sollte ihn mal verheiraten. Das Problem ist, wenn man die Leute nicht verheiratet, dann
die Quartiere, dann hat man irgendwann einen leeren Hof. Und das ist bei mir jetzt gerade schon die Gefahr. Ich habe das sehr lange vernachlässigt. Dann wollen wir noch mal kurz gucken, dass wir hier für alle Leute eine Frau finden. Ja, vielleicht noch eine, die schon erwachsen ist, die du direkt heiraten kannst. Wobei die ist schon zu alt, um Kinder zu kriegen, also bringt sie uns nichts. Ist lieber die da. So. Dann der Herr hier. Ja, die da. Die ist gut. Da gewinnt er sogar noch. Achso, ja, klar. Ich war gerade aus verwirrt. Oh, in Arendel hat das schon geschafft, einen Claim zu machen. Also dann nutzen wir den mal, auch wenn es uns wieder viel Prestige kostet. Und dann schicke ich den runter, um mit dem König noch etwas Beziehung aufzubauen. Nein, ist gut, ist gut. So. Meine Frau Barbray hat sich beschwert, dass ich so oft weg bin. Vielleicht sollte ich dir was Schönes kaufen. Ja, ist gut. Wir kaufen ihr was ganz Teures und dann verliebt sie sich in uns. Denn genau so funktionieren Frauen, liebe Leute. Genau so. Kauft ihnen was Gutes und dann verlieben sie sich. Und Vorteil ist halt, wenn sie sich verlieben, dann haben sie eine enorm gute Meinung voneinander und auch eine erhöhte Chance, Kinder zu kriegen. So, jetzt warten wir also noch, bis ich mit dem König etwas mehr Verbindung habe wieder. Oh, der hat sogar jetzt noch mehr Minus. Autsch. So, mein Sohn Ramsay lässt alles aussehen. Teilt immer die Süßigkeiten genau auf. Das ist gut. Oh, er kann mich noch weniger leiden jetzt, der König. Das heißt, jetzt auf gar keinen Fall einen Krieg anfangen. So, Ramsay hat wieder ein bisschen mehr gelernt. Das ist sehr gut. Oh, verdammt. Der hat sogar eine sehr gute Meinung vom König. Der Vater ist gestorben, deshalb. Das ist nicht gut. Ja, da waren noch ein paar kleine Verbündete, aber das sind nur kleine Lords. Die können nicht allzu viel aufbieten. Trotzdem beunruhigend. Ich muss hier unbedingt etwas. Ich werde mal zu ihm gehen und ihm ein Geschenk machen. Dem König. Auf dass er dann etwas besser auf mich zu sprechen ist. So. Personal. Nein, ich will ihn sicher nicht beleidigen. Ach, dann eben nicht. Ich habe eine Idee. Der nächste Sohn, den werde ich vom König erziehen. Den werde ich vom König erziehen lassen. Das gefällt ihm dann. Er ist ja schon 5, das heißt, nächstes Jahr muss ich sowieso jemanden finden für ihn. Der König ist auch ein sehr guter Lehrer, also hat bis jetzt nur einen. Das heißt, der König hat auch noch Platz dafür. Wenn er darauf eingeht. Aber normalerweise erhöht das dann die Beziehung. Und das ist natürlich, was wir wollen. Eine erhöhte Beziehung. Ha, wie erziehen wir ihn, den Jüngsten? Den, was habe ich denn nochmal für den. Achso, das ist der tote Sohn, den brauchen wir nicht zuschauen. Kurt. Okay, der hat kriegerische Ausbildung bekommen. Dann lasse ich den jetzt als mit Geld arbeiten. Na komm schon, wir brauchen keine Feinde zu sein. So, ein neuer Commander an der Mauer. So, jetzt können wir es probieren. Ob das wohl klappt, ich bin skeptisch. So. Naja. Natürlich nicht. So, er möchte hier Lord Torrhen of. Das ist eine grauenvolle Wahl. Oh, da könnte sich zwar sein Glaube und seine Kultur etwas ändern. Hier heißt nämlich jetzt, seine Meinung von uns ändert sich um 20 ins Positive. Wollen wir das mal ausprobieren? Weil ich glaube eben, es ist.
Es funktioniert eben nicht. So. So, okay. Vielleicht hat er noch nicht reagiert. Nee, hat sich nichts geändert. Ja. Wie ich es sagte, es bringt nichts. Bei ihm hat sich jetzt dafür seine Meinung von mir gebessert. Genau, hier sehen wir jetzt da. Ah ja, er ist ja ein ganz guter Herrscher, also den nehme ich eigentlich gerne als Lehrer für meinen Sohn. Ah, verdammt, warum musste da jetzt genau als nächster einer kommen, den er so gern mag? Das ist nicht gut. So, ich kann ja auch sagen, hier auch nochmal die Armeegröße vergrößern, wenn wir sowieso auf einen Krieg vorbereiten. Können wir 1900 Mann immerhin rekrutieren. Aber jetzt brauche ich dringend diese für die Beliebtheit beim König. So, ein neuer Drache gibt es in der Welt. Es gibt nämlich auch Drachen hier in der Mod, genau. Aber die sind sehr schwierig zu kriegen. Ja, wie sieht's denn bei dem aus? Naja. 46 hat er beim König. Das ist halt schon sehr schwer zu übertreffen. Ja, das ist halt das Problem, wenn der König und er, sie haben viele Differenzen. Da ist es schwierig, sich zu vertragen. Ja, also wirklich was machen kann ich auch nicht groß. Und die Zeit für diese Folge ist jetzt auch bald wieder rum. Warten wir mal noch kurz, ob irgendwas geschieht, was erwähnenswertes. Das ist halt ein Spiel mit viel Warten, ist halt so. So, wir haben früh angefangen, die Sonne ist kaum über den Horizont gestiegen. Es war viel Beute, die Hunde haben viele Kaninchen gefangen und ich habe ein großes Wildschwein getötet, bevor es... Ich konnte ein Wildschwein erschlagen, bevor es mich und mein Pferd töten konnte. Ah, wir haben den Trade Hunter bekommen, das ist gut. Damit haben wir auch seine Ambition, einen Lebensstil zu bekommen, erfüllt. Ja, ein Ehrentitel wäre natürlich schön, aber so sehr wenig wie der König uns leiden kann, wird es schwierig einzukriegen. Was kann man denn nehmen? Das wird alles sehr schwer zu erreichen. Der Master of Arms werden. Oder mehr Stewardship. Ich probiere es mal. Mit dem König Freund werden. Mal sehen, ob das irgendwelche speziellen Ereignisketten auslöst, wenn ich das nehme. Verdammte König. Das ist schwierig. Der erste König im Norden ist halt echt stark. Also bei anderen Fraktionen ist es ein bisschen einfacher, weil sie nicht so starke Könige haben. Aber hier ist echt heftig. So, und da diese Folge sich dem Ende zuneigt, ich lasse jetzt mal nochmal schnell laufen, um zu gucken, ob jetzt noch zu was kommen. So, der Sohn ist alt genug, um Land zu bekommen, aber leider habe ich kein Land zu vergeben. Na super. Der ehrliche, gerechte Junge ist gerade... Ist ein Schima geworden, also ein Verschwörer. Das bringt natürlich nicht viel, aber er ist trotzdem sehr gut in Diplomatie. Also, das ist nicht so wild. Da muss ich dann auch wieder sehen, mit wem ich den verheirate. Ja, und Land kriegst du, sobald ich Land zu vergeben habe, Junge. Denn derzeit habe ich keine. Kurz gucken, ob da... Ah, da werden wir schon eine gute Heirat auftreiben. So, und jetzt kommen wir eben zu dem, was ich erwähnen wollte. Denn das Crusader Kings Let's Play wird eingestellt zugunsten des Age of Wonders Let's Plays. Das hat den Grund, weil ich nicht mehr als zwei Let's Play-Reihen auf dem Kanal haben kann,
aus Zeitgründen, da ich ja noch meinen Hauptkanal habe. Und ja, je nach Interesse kann ich das auch noch hin und her wenden. Also wenn ich sehe, dass jetzt diese ersten 6 Folgen enorm viel Interesse erhalten, dann werde ich da sicher noch mehr investieren, noch mehr Zeit. Und ja, davon hängt es natürlich auch ab, ob das Ganze überhaupt dann weitergeführt wird, wenn Age of Wonders durch ist. Das bedeutet, das Crusader Kings Let's Play wird erst weitergehen, wenn Age of Wonders vorbei ist. Wie lange das dauert, weiß ich nicht. Ich nehme ja die Folgen nicht so weit im Voraus auf. Ja, wenn es euch enorm stört oder ihr einen anderen Vorschlag habt oder so, dann lasst auch einfach euren Kommentar da. Nicht, dass ihr es falsch versteht, ich liebe dieses Spiel sehr. Aber ich habe nun mal mich entschlossen, Age of Wonders auf diesem Kanal weiterzuspielen. Und da muss eben diese Reihe hier weichen. Vielen Dank für euer Verständnis. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Und ich hoffe sehr, dass ihr wieder einschaltet, beziehungsweise Age of Wonders als Übergangsersatz nehmt mal so für die Zeit. Also vielen Dank. Und wir sehen uns wieder. Vielleicht schon morgen. Vielleicht erst in ein paar Monaten.